Das ist das beste Geburtstagsgeschenk. Den 21. Februar 2020 wird Christina Luft wohl so schnell nicht mehr vergessen. An diesem Tag feierte die Let's Dance-Profitänzerin nicht nur ihren 30. Geburtstag. Gleichzeitig begann auch ihre Tanzreise mit Luca Henny. In der Kennenlernshow der 13. Staffel wurden die beiden zum Tanzpaar, und schon begann das Knistern. Wie die beiden damals aufeinander reagierten, zeigen wir oben im Rückblick-Video. Nach Let's Dance machten sie ihre Liebe öffentlich. Größer hätte Christina Lufts Strahlen nicht sein können, als sie 2020 erfuhr, dass sie in der Kennenlernshow gemeinsam in einer Gruppe mit Luca Henny tanzt. "Darf ich ihn behalten?" lautete ihre verschmitzte Reaktion. Da ahnte sie noch nicht, welche Bedeutung diese Frage einmal haben würde. Ihre Let's Dance-Kollegin Renata Lusin erinnert sich auch noch genau an die Zeit. Das hat man schon ganz am Anfang in der Kennenlernshow gespürt. Egal ob Publikum, Promis oder Profis, alle ahnten, dass da etwas ist. Doch erst nach Let's Dance entwickelte sich die Liebe der beiden. Im Sommer 2020 machten sie ihre Beziehung dann öffentlich. Luca Henny habe alles gewonnen, was ich gewinnen konnte. Seit wenigen Monaten wohnt Christina in Lukas Heimat, der Schweiz. Hier entsteht gerade das Traumhaus des Let's Dance-Liebespaars. Und noch ein Meilenstein ist in Planung. Bald treten die beiden vor den Traualtar. Der Sänger nahm 2020 zwar nicht den Tanzpokal mit, dafür aber mehr, als er sich jemals erträumen konnte. "Ich habe alles gewonnen, was ich gewinnen konnte. Ich durfte Christina mit nach Hause nehmen. Wir heiraten. Es hat zum privaten Glück geführt." Qua.